Das ist die Frage. Das heißt, wenn du das sagst, da musst du Taten zeigen. Al-Amal. Taten zeigen. Nicht, dass du, okay, ich liebe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bei Schwestern zum Beispiel. Ich liebe Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und die machen hier diese Sachen hier. Diese dreieckig manchmal. Und wie heißen die hier? Diese Eding. Ja, nachher gibt es auch Eding. Die machen hier weg. Und das weg. Und dann Eding. Manchmal so bis hier. Manche die haben zwei Augenbrauen nachher. Ich weiß nicht warum. Ja, nein. Die rasieren. Und die machen ein Tattoo hier. Und dann kommt die hier wieder, wächst die wieder, dann wieder, also zwei Augen bauen nachher. Was ist das? Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, La'anallahu an-namisat wal mutanammisa. An-namisa, die Frauen, die das machen. Und mutanammisa, die Frauen für diese Frauen machen. Hat der Rasul das gemacht? La'ana, weißt du, was La'an ist? Verflucht. Und verflucht immer, wenn du hörst, La'ana heißt, das ist eine große Sünde. Und verflucht, du bist draußen von Rahmatillah, draußen von Barmherzigkeit von Allah. Und schau mal, wegen einem kleinen Strich, und das ist auch noch eine Schande, nicht nur bei Schwestern, sondern auch bei Brüdern. Das ist noch Katastrophe. Oder manche Brüder, die machen eine Linie hier. Das ist nicht nur ein Bida, das ist keine Ahnung. Besser, dass du ein Glas hier machst, also statt eine Linie hier. Manchmal Linien auch hier. Und er sagt, Assalamu alaikum. Nein, nicht, ich sag nicht Assalamu alaikum bei dir. Was bist du, Achi? Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam, naha an al-Qaza, die Leute, diese, was heißt das, Achi, diese, Gigi? Käse? Was hat das mit Käse zu tun? Irokese, oder wie das heißt. Habt ihr verstanden? Die Leute, die richtig hier rasieren und die lassen hier ein Bosch hier. Nahar Rasul, Al-Qaza heißt das. Al-Qaza, darf man das nicht machen? Oder manchmal entweder hier Glatze und die lassen die hier. Oder manchmal hier Glatze und die lassen die hier. Egal wie das. La hawla wa la quwwata illa billah. Was ist das? الله المستعان لقد كان لكم شهيه اخي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اسوه حسنه فوبيل والله اخي ذا بيست فوبيل باس كاب الرسول صلى الله عليه وسلم als er اسراء gemacht hat als er الاسراء هو المشي ليلا wenn du in der nacht also ein bisschen läufst heißt Al-Isra. Schau mal, Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat mit was? Mit diese Al-Buraq. Kennt ihr diese Buraq, diese Tiere? Diese Tiere, Hadith und Rawah al-Bukhari. Wallahi, schau mal, die Tiere, die haben auch, schau mal, die Tiere, die wissen auch, wie weit ist Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ein Tier weiß genau, wie weit ist Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wie kann man das, also reiten bei dieser Burak und dann auf einmal diese Burak wollte nicht. Faqala Jibril alayhi salam, Wallahi ma rakabaka ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Und dann auf einmal diese Burak hat er geschimpft. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam drauf und dann Al-Isra, wohin? Nach Palästina, unser Land. Wallahi, das ist unser Land. Palästina. Warum hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht nur das Sommer dort angekommen? Wer hat auf ihn gewartet? Wer? Die Propheten nachher. Von Adam alaihi salam bis Isa alaihi salam. Alle und nicht nur auf ihn warten, sondern mach weg. Mach weg. Vorbild. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nicht nur, die warten auf ihn, sondern macht Platz. Ach. Wer hat hinter ihm gebetet? Alle Propheten, die wir wissen und die wir auch nicht wissen. Adam alaihi salam, Jakob, Shu'aib und so, alle Sahaba, alle, ich meine nicht Sahaba, alle Propheten. Ach. Macht Platz. Imam al-Anbiya sallallahu alaihi wa sallam.
Und dort ist unsere Heimat. Möge Allah, inshallah, von den Juden befreit. Damit wir, inshallah, dort beten. Wallahi. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-harami von Masjid zu Masjid. Min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Al-aqsa. Aber dort, inshallah, werden wir auch mit Juden, mit Kuffar auch kämpfen. Und wer wird uns helfen nachher? Wer wird uns helfen? Die Steine und die Bäume. Wallahi, die Kuffar, die Juden, die werden hinter Steine und hinter Bäume verstecken. Und dein Bruder als Baum, die wird dich auch rufen. Bruderchen, komm hier. Hinter mir ist ein Jude. Ihtila waqtulhu. Subhanallah. Das ist Steine, auch Steine. Komm hier, Brüderchen, komm hier. Hier war ein Yahudiun. Faqtulhu. Außer Shajarul Arqad. Wallahi, die Juden, die wissen auch unsere Sünde. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Die Steine und die Bäume, die werden uns sagen, wenn ein Jude hinter dir versteckt, rufen: Ja, Muslim, ta'al. فَإِنَّ وَرَائِي was? Das ist das Sache. فَقْتُلْهُ. Außer ein Art von Baum. Und diese Baum, diese Art von Baum, die haben Millionen gepflanzt jetzt in Palästina. Weil außer dieser Baum, die wird nicht sagen, komm hier. Dieser Baum ist unser Feind jetzt geworden. Und die Juden, die wissen diese Hadith, deshalb haben sie so viele Bäume von dieser Art von Bäumen gepflanzt. Was ist mit uns? Subhanallah. Nein. Hauptsache, dass لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Unser Vorbilder, wallahi, Rasul sallallahu alaihi wasallam. الله sallallahu alaihi wasallam. Ana awwal hayat rawa Muslim. Ana awwal, ich bin der erste, ana awwal man tanshaqqa anhu al-ard. Der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht, wer? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. أنا سيد ولد آدم وأنا أول من ينشق عنه القبر أو الأرض وأنا أول شافع مشفع الشفاعة في شبهها اسمه فين الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا أخي دو كنز واسكبت أخين حديث رواه الترمذي قال أنس ابن مالك شامل دي صحابة فيش فخاقن شتلن فيش فخاقن Nicht, ob die Kindergeld erhöht haben oder wo kann man kostenlos also Miete bezahlen. Nein, Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa'ala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu, ya Rasul Allah, aina ajduka yawm al-qiyamah? Schau mal, wo werde ich finden in yawm al-qiyamah? In Jenseits. Das ist eine gute Frage. Anas hat auch für uns gefragt, diese Frage gestellt. Wallahi. فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ in drei Stellen. Wenn du mich nicht in dieser Stelle, findest du mich in die zweite Stelle. Wenn nicht in die zweite Stelle, findest du mich in die dritte Stelle. قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ wenn du mich nicht in der was? Al-Mizan. Wenn du mich nicht in die Waage, wo Waage ist, findest du mich, wo? Die Brücke, in das Sirat. Wal Rasul sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Was sagt er?